Ja, ist auch die erste Fahrt nach der Corona-Krise. Also Gott sei Dank ist das alles aufgehoben. Wir können ja nicht wieder fahren. Im Frühjahr 2021. Ja, 24. Der Sommer war schon wieder so heiß. Ja, wir haben Herbst in Wirklichkeit. Ja. Ja, neue Tour, Brother of Trail, bestes Wetter, kalt, wie auch sonst. Ja, Glitzerpony kann noch nicht dabei sein, er macht lieber Steuern, hat er gesagt, hat er mehr Bock drauf. Gruß geht raus, Fokus ab. Da sind sie, die zwei, labern über irgendwelche Autos, wir sind am Fahrradfahren, Gewitter. Rechts! Hier habe ich den Alex abgeholt, als er die Kette gesprengt hat. Ja, das hier ist der Downhill-Einstieg. Und der andere ist da vorne links. Irgendwo hier war das. Hier geht er rein. Alles okay? Gott, ich bin besser auf die Fresse gefallen. Ich wäre besser hinten gefahren. Mal gucken, was der jetzt hat. Das Schüttelbäuerchen. Was passiert? Ich hab schon gedacht, ich hätte es da oben bei dem Drop da zerrissen. Ja, das war ein ganz schöner Trab. Ich hatte den vergessen. Echt? Ja. Ich kannte den. Ja, notdürftige Reparatur hier. Die Kamera war natürlich an. Leider war ich hinten. Ja, gerade. Ja, nochmal für die Kamera, was ist passiert? Vorbau war locker oder hat sich gelockert. Jan fährt High Risk mit einem losen Vorbau. Macht es auf den Trails viel mehr Spaß, hat er gesagt. Poltern immer noch 10% mehr. Ja, wenn sich der Lenker unkontrolliert wegdreht, das macht viel mehr Spaß. Runde 2, Vorbau ist eingestellt. Los geht's. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Jetzt ist er natürlich vorne weggefahren, damit er ja nicht auf die Kamera kommt, wenn er auf die Fresse fällt. Der Eumel. Bitterer Herbst. Der Sommer war natürlich geil. War ein geiles Bike-Jahr. Jetzt im Herbst wollen wir noch ein bisschen die letzten warmen Tage genießen. Klar war einfach, der hört sowieso keiner zu. Einzige, der sich das anguckt, ist der Ronny. Ein Sprung. Geil. Wer das Video schneidet. Boom, auf die Fresse. Da haben wir ja wieder. Anstiegspassage. Ohne Motor, Kacke. Man. Rein potenziell könnten wir ja auch auf Fußgänger und Wanderer treffen, oder?
Also das ist nicht nur ein reiner Mountainbike-Trail. Oh. Ich habe hier nämlich schon mal ein Pärchen abgekegelt. Echt? Ja. Jan der Wanderschreck. Versuch dich mal rechts zu halten. Genau. Jetzt nach rechts. Ja, schau mal. Da kommt das von Nikolai, der. Ach, genau, ja. Ja, zum Abschluss nochmal der Heidi. Unser Biomann fährt vor. 6 Millionen Dollar Mann. Biomechanik. Ja, der Hut liegt noch da. Alter, hier haben sie aber geholzt. Der ganze Wald ist ja weg. Oh, stopp, stopp, stopp. Ja, es gibt keinen Trail mehr, der ist weg. Ja, und jetzt? Schade, das war echt nett. Der war aber gut. Ist voll drauf. Er fährt durchs Unterholz. Dr. Unterholz. Die haben ja alles niedergemäht. Das ist ja der Hammer. Ja, schade drum. Das war der Heidi-Trail. Guckt euch in einem anderen Video an. Da gibt es den noch. Es war einmal ein saugeiler Trail. Ja, wobei wir haben ihn schon wieder. Ab hier vorne kannst du ihn schon wieder fast fahren. Ja, da muss man mal bei Gelegenheit, wenn die hier wechseln, muss man da mal mit dem Rechen ran. So, wir biegen runter. Ich fahre hoch und ich bin müde. Dann heim. Nochmal dazu gesagt, es war ein echt geiler Sommer. Jetzt im Herbst nach der ganzen endlich rum Corona-Zeit. Endlich wieder biken normal. Ja, wir warten eigentlich schon auf die ersten Schneeflocken. Aber naja, kann ja kommen. Bis dahin wünsche ich euch einfach guten Rutsch und frohe Weihnachten.